So, liebe Zuschauer, los geht's mit dem nächsten Match. So, liebe Zuschauer, da sind wir im nächsten Match. Hier ist Silencia gegen Martin 2 auf der Snowy Hills Season 3 Map hier in der dritten Liga Nord. Und auch das, denke ich mal, da werde ich gleich mal in die Tabelle gucken, wenn wir hier gleich auf der Map sind hier. Und ich glaube, ich werde wieder richtig verstrahlt hier. Boah. Eieieiei. Also da ist man echt ein bisschen verstrahlt. Also dritte Liga Nord haben wir hier. Und aktuell können wir uns mal auf der Tabelle hier mal anschauen, wie es hier aussieht. Dritte Liga Nord? Ach da, hier. Hier haben wir die Mia hier aktuell auf Platz 13 mit 3 Siegen, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen mit 11 Punkten. Und Martin 2 aktuell Tabellenführer. Ein ähnliches Match wie eben. Nur hier der Martin 2, der ist auch genauso krass unterwegs. Also das ist unfassbar. Also Martin 2 und Insta. Jetzt warten wir mal ab, wie das Match hier zwischen den beiden hier wird. Mia hatte ja auch unwahrscheinlich unfassbare starke Momente ja auch in ihrer ersten Season. Ich glaube, sie hat in der zweiten Season ist sie dazugekommen bei uns. Gili ist ja erst in der dritten Season zu uns gekommen, aber auch da bin ich dankbar für, was wir hier auch Verstärkung kriegen hier in den Rängen bei den Frauen. Und ihr habt ja selber gehört, Gili hat auch schon gesagt, auch Frauen haben Eier. Deswegen, ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr Bock habt, auch mal dieses Spiel zu spielen. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ihr habt hier ordentliche Unterstützung mit der Mia und mit der Gili. Da macht euch keine Gedanken. Ja, und Martin hier in Türkis bzw. hellblau unterwegs mit den Alliierten. Startpunkt von oben rechts, die Mia. Hier unten links in einer sehr unvorteilhaften Farbe für uns als Zuschauer. Erkennt man halt sehr, sehr schwer. Taktisch gesehen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denn, oh. Panzer schon rein. Sie ist mit den Sowjets unterwegs in Gelb. Weil taktisch gesehen könnte sie sich auf der Map hier ordentlich hier positionieren, ohne auf der Minimap großartig erkannt zu werden. Seht ihr? Schaut mal hier auf der Minimap hier hin. Man sieht es kaum. Man sieht die Einheiten kaum. Und wenn man genauso wie ich farbenblind ist, dann verloren. Na? Also, ich bin so ziemlich schwach farbenblind gefühlt. Naja, gespannt. Aber sie ist gut unterwegs. Hat auch schon 2 Raffs hier stehen. Aktuell Nachteil für sie, weil sie mit den Sowjets spielt. Sie hat nicht die globale Sichtmöglichkeit hier durch das Tech-Zentrum. Das bleibt ihr hier verwehrt. Heißt, sie muss hier doppelt aufpassen aus meiner Sicht hier. Da, wie gesagt, sie nicht so eine Möglichkeit hat, sich aufzudecken. Interessant ist, sie haben eine große Möglichkeit, hier an Ressourcen zu kommen. Und die kleinen Übergänge, die wir an der Karte sehen, die ermöglichen auch, den Gegner sich gut fernzuhalten. Das sind viele, viele kleine. Die Map finde ich echt schick. Also, das muss man echt sagen. Die Snowy Hills hier. Hier haben wir ein paar Sammler, sollen hier eigentlich Mähdrescher, glaube ich, darstellen. Soweit ich mir das von dem Map-Ersteller habe erklären lassen. Naja, der NPC. Ja, schwach farbenblind. Das kann ich nicht definieren. Ein Nutella. Schön, dich zu sehen. So, Mia schon unterwegs hier mit Radar. Nächster Sammler ist raus. War Martin 2 auch. Jetzt übrigens auch der nächste Bauhof hier unterwegs. Mal sehen, wo er den jetzt hinbringt. In welche Richtung? Ja, ja, dass das nicht ganz größengetreu hier ist. Also, liebe Leute, das muss ich euch ja nicht vorsagen, ne? Dass das nicht passt. Das wissen wir. Guckt euch doch mal das Wrack an. Also. Das ihre Spione?
Das sind ihre Spione, glaube ich, ne? Hast du ihn besiegt? Boah. Vitala, hast du ihn tatsächlich besiegt? Richtig gut. Aber Vitala sagt eben schon, dass er auch in der Liga hat. Hier die Martin in der Rückrunde. Ja, tatsächlich. Ilium, ja, Entschuldigung. Ich verwechsel das immer jedes Mal. Ja, Glückwunsch. Gegen Martin ist es nämlich auch nicht leicht. Ich habe ja gesehen, der ist ja gut drauf. Auch in der Liga. Vitali ist süd, ne? Ja. Da haben wir den nächsten. Schön, dass sie hier auch schon mit Tesla arbeitet. Ich bleib mal ein bisschen bei Mia dran. Um zu schauen, was sie von der Taktik hier vorhat. Besser wäre es, sie würde hier oben hinfahren. Weil wir hier deutlich mehr Gems haben. Also sie bleibt hier stehen. Auch hier. Er ist ziemlich nah am Wasser jetzt geblieben. Oben, ne? Er ist nicht nach unten weitergefahren. Also expandiert nicht so extrem. Noch 4 Minuten Cooldown. Auch ein Raff gebaut. Ja, wäre jetzt die Möglichkeit, hier zu sagen, ich packe den wieder ein und bringe ihn nach oben. Und hier Attacke. Naja, das sind NPCs, das ist keine Spione von mir. Er weiß ja gleich Bescheid, wann er jetzt erkunden geht. Aber das Tech-Zentrum müsste er schon gebaut haben. Ja, Tech-Zentrum haben wir hier stehen. Und hier sind die Einheiten, um Martin zum Erkunden. Ah, schön. Darf nicht vergessen werden hier, den Spionageflugzeug. Kriegt man aber erst, wenn man einen Flughafen gebaut hat. Kata ist wieder sprachlos, liebe Zuschauer. Ja, Kata musste nochmal eben kurz was erledigen. Heute ist der sprachlose Kata wieder unterwegs. Ja. Was hab ich denn? Wo hab ich? Ich weiß gar nicht, wo ich mich gemutet habe. Also, Regale fertig gemacht. Hör auf, Flying. Du fliegst bald aus der Liga. Das ist noch so einer, der in den Rücken fällt. So, 9. Minute ist um. Heißt, 1 Minute Cooldown noch. Kata ist nicht ganz bei der Sache, doch ich bin voll bei der Sache.
Ich habe nur eine neue Tastenbelegung, an die muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Jetzt hier beim Martin rechts hier schon der Übergang hier mit den mittleren Panzern. Moin, Papagei, schön dich zu sehen. Also hier kannst du viel tun, wenn die Atomrakete hier gleich einsetzt. Ist Mia schon unterwegs nach oben hier zum Gemfeld? Nein, Cooldown ist um, sie dürfen jetzt gleich angreifen. Das sieht man hier beim weißen, bei der weißen Map hier kaum. Das geht hier gleich los. War schön, dass sie nach rechts gefahren ist. Ob sie das lange halten kann, bezweifle ich. Das wird sich jetzt Martin holen. Er hat ja die komplette Sicht. Und da ist der Spreng-LKW. Boom! Das war's. Ja, mir fehlt es an Geld. Das ist ein Problem. Ja, das Forwarding hier auf der Map sollte hier von unten aus meiner Sicht sehr klar sein, hier in die Mitte reinzukommen. Ich glaube, das hatte sie gerade nicht im Blickfeld. Gems sind so unfassbar wichtig. Aber was sie gut macht, dass sie jetzt schon mal nach vorne geht. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne. Die Frage ist, wo er jetzt rübergehen wird. Ja, er geht hier unten rüber. Könnte sie noch blocken. Am besten ja auch von dem Feld runter, damit die Sammler hier bessere Ressourcenchancen haben. Und die Gefahr auch nicht so groß ist, dass man sich die kaputt schießen lässt, die Ressourcen. Das ist auch bei vielen, aber da achtet man ja natürlich nicht im Fight drauf. Aber wenn, nur so ein kleiner Tipp immer, versucht ein bisschen entgegenzukommen. Fährt er jetzt mit ein? Interessant. Autopathfinding-Problem, ne? Ich glaube, der fährt jetzt durch. Der kommt auch noch von oben. Oh, das wird eine Zwickmühle. Mal sehen, ob mir das sieht. Aktuell Kartenüberhand hat der Martin. Und mir kriegt bald Geldprobleme. Und jetzt geht Martin rein. Setzt über. Ah, das lässt sich immer nicht verhindern. Diese Auto-Pathfinding-Probleme. Jetzt geht er hier oben links, sieht man auch. Macht er sich auch auf den Weg. Aber ich befürchte, dass Mia das hier unten auf der linken Seite nicht so ganz im Fokus hat. Oh, da kann sein, dass die Tanja das da drin hatte. Tesla Trooper. Wären jetzt noch eine Alternative hier. Oh nein, hier. Ingenieure. Nehmen wir so an. Inklusive ein Tesla. Ob sie da noch zukommt, das ist die große Frage. Das große Fragezeichen. Und jetzt fährt Martin rein auf beiden Seiten. Aber sie fährt oder fliegt noch mit dem Heli. Ich glaube, das kann sie gar nicht mehr abwehren. Und der Bauhof ist jetzt wirklich wichtig. Ah, er konzentriert sich nur auf den Bauhof. Fährt hier eisern vorbei. Der Heli ist hier oben noch. Ich glaube, der will zur Hauptbase. Keine Chance für die Mia. Und die Tanja, die wird's gleich rocken. Er holt sich die Base. Keine Chance mehr für Mia. Sie kann jetzt nur All-In machen.
um Einheiten aus Down. Oh, versucht noch mal wegzukommen. Und Mia zieht alles nach oben rechts. Tanja ist mit unterwegs. Der Baum steht ja so unter Beschuss. Keine Chance. Baum ist down. Außer das Gebäude hier, nichts mehr da. Die Tanjas können sich jetzt gemütlich alles holen. Mir jetzt noch leicht zerstreut. Kann jetzt wirklich nur noch All-In machen. Es kam im Übrigen vor kurzem die Idee von ein, zwei Spielern, ob man nicht vielleicht noch eine Liga einführt, um ja, der leichten Liga, die ja mittlerweile auch schon stärker geworden ist als vorher, ob man vielleicht ja nicht sogar eine vierte Liga einführt. Ja, ich kann euch sagen, das werden wir auf jeden Fall im Team nochmal beraten. Und ob wir sagen, statt zwei leichten Ligen nochmal eine vierte Liga, um vielleicht da nochmal eine Abstufung zu machen. Aber das werden wir nochmal im Team besprechen. Beim nächsten Mal. Eine Umfrage werden wir da auch nochmal stellen. Also für diejenigen, die Interesse haben, hier mitzuspielen, die Anmeldung für die nächste Liga ist jetzt aktuell immer noch möglich. Wenn ihr Lust habt, hier mitzuspielen, wir haben eine Anfängerliga, eine Fortgeschrittene und eine Profiliga. Also von der ersten bis zur dritten Klasse seid ihr herzlich willkommen hier. Kommt einfach zu uns hier auf dem Discord-Server. Dort planen und führen wir die Spiele durch. Und wir haben eine wirklich sehr, sehr charmante Gaming-Community. Wunderbare Menschen sind da auf dem Server, wenn ihr mal Probleme habt. Die helfen euch gerne. Sammler. Ja. Und Mia, ja, Mia hat jetzt nur noch die Möglichkeit, All-In zu gehen. Geht auch geschlossen. Das unterschätzt das mal nicht, ne? Also wenn sie den ordentlichen Backup hält, die Tesla Trooper könnte sie einiges noch reißen. Zwar nicht komplett die Wände, nein, aber sie könnte trotzdem noch einiges hier weghauen. Die letzten Einheiten hier finden sich, glaube ich, jetzt nur noch in der Mitte hier. Ja, tatsächlich. Und das Match ist vorbei. Hola! Na, hört ihr mich? Ja. Ja. Glückwunsch zum Sieg. Also, so. Ey, das ist auch mega schwer für die Mia gegen dich. Also, ganz ehrlich. Du bist aber ja genau über Flieger wie Insta. Nee, ich muss auch zur Verteidigung sagen, zu Mia, die ist halt bitter krank geworden. Oh. Und die ist, da ist, wollte eigentlich absagen, ist aber im Sessel eingeschlafen und dann war es halt zu spät zum Absagen. Ich würde jetzt von meiner Warte her sagen, weil ich möchte nicht unfair gewinnen, dass das Spiel nicht gewertet wird. Nee, das wird so einfach nix. Das sage ich jetzt schon, da wird das Referee-Team sagen, okay, ihr habt natürlich die Möglichkeit, immer abzusagen. Gute Besserung, Mia, erstmal. Komm, Blechbubi, tanz mal. Ihr müsst auf keinen Fall hier, wenn es euch echt nicht gut geht oder wichtige Dinge vor, du müsst hier nicht spielen, aber das ist wirklich, das ist
angeschlagen zu spielen ist echt mies. Ich kenne das. Ja, das. Deswegen hätte ich gesagt, mit oder Wertung fertig. Wir machen 11, wenn es besser geht. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Aber ich möchte nicht unfair gewinnen.